Gail, jetzt steh auf und komm hier rüber. Stell dich nicht so an. Macht eine Long Rest, geht pennen. Ich bin fertig für den Tag. Die Vampire. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, letztes Mal haben wir ja das Versteck des Imperators gefunden. Des Emperors, wie auch immer man ihn auf Deutsch nennen möchte. Und ja, wir waren kurz vor einem Kampf, nachdem wir uns da so ein bisschen durchgearbeitet haben. Und da werden wir gleich auch direkt einsteigen. Aber zuvor scheint Will noch etwas mit uns reden zu wollen. Das hat er doch auch schon letztes Mal. Was natürlich nicht so ganz hundertprozentig irgendwie funktioniert hatte. Da gab es ja auch noch ein paar Probleme. Aber schauen wir mal, was er jetzt zu sagen hat. Ich weiß auch nicht, wo unser Charakter dahin will. Ich war thinking, I'm not a Grand Duke just yet, but I'm still of a mind to celebrate. A hearty meal would do the trick. A few hunks of fresh venison, a round of brown ale. What do you say? Klingt wunderbar. Sounds heavenly. Wonderful. You hunt the deer, I'll scrounge up the ale. Prepare your belly for a roast a la Ravenguard. Let's hope Gale doesn't take offense if I assume cooking duties just the once. What are your plans once you are instated as Grand Duke? If I'm to be a Grand Duke, I've got to greet the people and gain their trust. First, we mourn. We bow our heads for the fallen and honor them by pledging peace. Next, we heal the city. We restore our broken buildings stone by stone. We restore faith in each other, one good turn at a time. Then we open the gates to the refugees, restore diplomatic ties. Baldur's Gate will again be the jewel of the coast. Ja gut, das wird dann wahrscheinlich passieren, sobald wir das nächste Mal geschlafen haben. Aber wir liefen jetzt erstmal campen. Sei denn, es will noch irgendwer reden, aber ich sehe es gerade nicht. Aber das würde mir eine Mitteilung ja auch sagen. Ja, ich weiß nicht, wir haben hier zwar das Rededing, aber ich weiß nicht, ob die auch mit sich reden lassen. Wir können es aber mal probieren. Hello. Hello. Halt! This one is an ally of Our Lady in Red. Ah, ja, da war ja was. Spoke of you. You walk in the Dread Lord's favor. Perhaps you wish to partake in his service. Go ahead. Their blood is yours to spill. Wer? Wen? Was? I will not slaughter these people. I will free them from your tyranny. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist, wenn wir Orin gegen uns aufbringen. Ich weiß halt nicht, was mit Lazel passiert. Auf einer anderen Seite ist mir Lazel auch nicht so wichtig. Ja, komm. You act against Orin, you act against Baal, and our Lord has no mercy for sinners. Dann geht's jetzt halt doch in den Kampf. Styrian, kannst du da nicht rüberschießen? Oder mach einfach mal so einen. Guck mal, damit triffst du doch drei Stück gleichzeitig. So ein schöner Dagger. Und dann weiß ich nicht, ob das was bringt, wenn du dich hier versteckst. Aber wir probier's einfach mal. Aber tatsächlich, da sehen sie dich nicht. Die kommen rüber. Was sollen sie sich nur trauen? Er kommt nicht rüber, aber ich kann ihn charmen. Lass das bitte sein, ja? Wir könnten auch rein theoretisch das Ding hier kaputt schießen. Aber erstmal. Aber wenn der Imp explodiert, ist das eigentlich nicht so schlimm. Warum kriegt ihr was ab von Cloud of Daggers? Ich bin doch da gar nicht drin gelandet. Vielleicht mal noch ein Stück hier rüber. Okay, er springt runter. Sie hat den Impf weggeschubst. Ja, Shadowheart. Weißt du was, Shadowheart, springt das Ding einfach in die Luft, da Oil Barrel.
glaube, das macht am meisten Schaden und der Imp hat sogar Widerstand. Und dann könnten wir eventuell noch Gale ein bisschen heilen. Im Rang 3er. Und dann laufen wir einfach mal hier neben ihn. So, wie sieht's denn hier aus? Der drüben hat noch 1 HP, ist aber am Brennen, das heißt, der verbrennt gleich. Die hier hat eigentlich am meisten Leben. Was machen wir denn dagegen? Komme ich hier weg oder gibt es eine... Es gibt eine Attack of Opportunity, okay. Black Hole vielleicht. Ich glaube, Black Hole wäre ganz gut. Weiß nicht, ob die da rübergezogen werden oder einfach runterfallen, aber wir probieren es einfach mal. Da ist auf jeden Fall der eine weg. Die steht jetzt wieder da in dem Dings drin. Und jetzt könnten wir gucken. Ja, was machen wir jetzt? Einfach so einen Eldritch Blast. Wie viel? Ja, komm, machen wir mal 2 auf ihn, dann ist er weg und einen auf sie da. Einer hätte wahrscheinlich bei ihm sogar gereicht, aber naja. Sie steht jetzt da hinten und wir gehen jetzt mal ein Stück zurück. Und Gale? Was macht Gale? Gale könnte eigentlich Hold Person einfach machen. 42%ige Chance. Ja, komm, probier's einfach mal. Saved. Naja, dann geh du auch mal zurück. Styrian? Probier sie einfach mal abzusnipen. Vielleicht sogar mit einem Ice Arrow. Dann haben wir da nämlich so ein bisschen Eisboden und sie hat auch ordentlich Damage bekommen. Stunning Gaze. Das hat hier jetzt aber nicht viel gebracht. Komm schon, lass dich treffen. Ach, verdammt. Dann, ja, beende es mal Shadowheart mit einem Guiding Ball vielleicht. Rang 2. Rang 1 hätte wahrscheinlich gereicht. Naja. Ich will Refugius hauen einfach ab. Was ist passiert? Worum haben wir gerade gewürfelt? Ja, was hatten die so dabei? Ich gehe mal davon aus, dass außer die Anführerin hatten die nichts Interessantes dabei und die... Habe ich nur einen Dolch gerade angelegt? Nee. Ist das ein... Die macht extrem viel Schaden. Das ist keine Zweihandwaffe, oder? Das ist halt ein Dolch. Da macht es immerhin noch 3 bis 9, aber trotzdem. Nehmen wir den einfach mal mit. Ich weiß nicht, ob Styrian vielleicht davon profitieren kann, von dem hier. Ich schick das einfach mal an ihn. Er müsste ja eigentlich 2 tragen können, oder? Ja, klar. Ja, ist vielleicht ganz praktisch so. Gut, dann... Gibt es hier sonst irgendwas? Hier unten liegen ein paar tote Refugees. Aber warum sind die anderen einfach abgehauen? Ich habe euch doch gerade gerettet. Ich hatte doch gar keinen Grund mehr abzuhauen. Ich meine, so kann ich die hier jetzt looten. Ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Da ist keiner mehr da, der mich beobachten kann. Ja gut, schauen wir mal, wo die hier hingelaufen sind. Ich hoffe, Orin hat jetzt nichts Schlechtes getan, aber eigentlich dürfte die hier von ihr gar nichts wissen. Waren das die, die ich gerettet habe? Hier unten, die ist versiegt. Ja, ich glaube, es waren die, die ich gerettet habe. Na super, so ein Waste. Warum rennen die auch einfach weg? Ganz ehrlich. Liegen denn da 3? Da liegen nur 2, so wie ich das sehen kann. Ich weiß nicht, was mit dem dritten passiert ist. Ja gut, die Tür hier können wir hoffentlich aufsprengen. Brauchen wir keine Schlüssel oder sonst was hier auf. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier unten machen. Da unten ist auf jeden Fall ein Checkpoint oder ein Waypoint, den wir mal kurz anlocken können. Sounds like a recipe for disaster.
But you know what? I'm learning to enjoy the taste of chaos. Count me in. Sehr gut, Gale. Wo sind wir hier überhaupt, ey? Eine Kanalisation, ja, aber... Oh, hier können wir buddeln. Das ist Arabella. Oh, und eine schöne Scroll und ein bisschen was für Asterion. Arabella! I need a quick word. Arabella seems not to notice you as you approach. She's as intent on examining a peculiar stone as she is unbothered by the corpses littered on the ground. Arabella? Hey! I had a feeling you'd show up. It's sort of our thing, like it's fate or something. Check out the stone. It's magic. Incredible, right? Arcana, study the stone. Ja, was hat's denn damit auf sich? You are flooded with memories of the distant past. Creatures slain, lovers reunited, spells crackling through the air. The stone holds records of all who have passed by it. Arabella is collecting them. It's as natural as breathing for her. There are corpses everywhere. What happened? Bandits came at me with daggers. They didn't know who they were messing with. You're right, that stone is incredible. I saw past events as if I'd been there myself. But I've only scratched the surface. I want to know everything. Bone Man was right. The Weave will take care of me. I just need to listen. Bone Man? Have you been on your own this whole time? Yep, and I like it that way. Bone Man told me to follow the Weave, to let it guide me. I've learned a lot thanks to him, and I'm still learning. Okay. Don't worry about me, I'll be just fine. I'll see you soon enough. Bone Man said so. Okay. Haben die irgendwas dabei? Anscheinend nicht. Ja gut. Lassen wir sie erstmal da. Was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Truhe. Ist sie irgendwie getrappt oder sonst was? Das ist irgendwie so suspicious, dass sie hier so steht. Parchment. Everything is here. Just as I promised to my favorite customer. These were not easy to slip past both bone cloaks and fists. I assume you will be prompt in leaving my payment in the usual manner. Until next time, your faithful procurer. Okay, nehmen wir einfach mal mit. Alle rutschen hier erstmal aus. Ansonsten sehe ich hier gerade nichts. Was haben wir hier? Cranium Red. Okay. I keep forgetting. What are we supposed to be doing? Wizard told us to watch for troublemakers. Die müssen wir wohl bekämpfen. Shut up and keep your mucky little peep out of here. Wir machen mal nur kurz einen Short Rest. Damit Gale ein bisschen geheilt wird. Und dann schauen wir mal, was bei denen hier so abgeht. Whatever it's called, it's impressive. And it tastes great. Ich meine, die haben ja nicht viel Leben, aber das Problem ist, hier ist alles voller Grease. Hi. Kann ich mit euch reden? What's this, cousin? Another absolutist. Come to see what we did to poor old Sarin. Wer ist er denn? God took her mind, cultist, so Bereki took her head, and I burned the flesh from her bones. And now you come to interrupt the funeral rites. I... Müssen die nicht extrem empfindlich gegen Feuer sein? An excellent idea. Cousin says we will take you in return.
He says you look just like kindling for Sarin's funeral pyre. And cousin looks like he fell out of an aboleth's ass. Are you sure you're related? Ich weiß nicht, ob ich die direkt beleidigen sollte. I haven't got the slightest idea who or what you're talking about. Of course you don't. Sarin, Bereki and I made our coin by going unnoticed. The finest thieves in the city. Until we messed with Gortash and he sent the cult after us. Your fellow cultists hunted us, so we hid down here. We were safe, and so was our loot. Until the darkness soured Sarin's mind. She kept our treasure from us. Said Bereki and I had gone strange. Okay. Hush, cousin. Sarin turned into a cultist herself, so we did what we had to. Bereki wept until his voice was gone, and then he was gone too. Leaving only me to conduct Sarin's rites. And my cousins here. You cannot conduct the rites without a clan to bear witness. Or some fuel for the fire. I'm not a cultist, and I don't think your friend was either. Your paranoia turned you against one another. Ja, komm, machen wir mal ein bisschen Bonus drauf. Bisschen viel Bonus. Warum? Das zählt trotzdem noch, es war eine 1. Ist eine 1 nicht automatisch Fail? Naja, continue. She swore she was no cultist, but you all lie. The absolute turns you. I don't know. Pass then. And do not come back. This is Sarin's final resting place and a killing ground for all who come to disturb her. Okay, da ist OBS kurz gecrashed. Ich weiß nicht, wie viel von der Unterhaltung jetzt noch aufgezeichnet ist, aber ja, wir haben ihn ja überzeugt. Ich glaube, die Unterhaltung war noch vollständig und es ist kurz danach abgecrashed einfach. Ansonsten ist aber auch nichts passiert. Ich weiß aber auch nicht, was hier abgeht. Wer ist denn dieser Cousin? Und okay, die Elementare haben ganz schön viel Leben. Sarin Skeleton. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn ich da dran gehe. Och Leute, was macht ihr denn da hinten? Ich speichere hier mal und guck mal, ob ich, wenn ich hier einen Feuerball reinwerfe, einfach alles in die Luft sprenge. Gale, jetzt steh auf und komm hier rüber. Stell dich nicht so an. Ich weiß halt nicht, inwiefern die irgendwie empfindlich gegen Feuer sind. Ach, er ist resistant gegen Feuer. Nee, warte mal. Fire Damage against this entity is doubled. Das ist aber doch keine Resistance. Wollte ich nämlich schon sagen, weil wenn wir jetzt hier alles einfach in die Luft sprengen. Dann könnten wir nämlich Folgendes probieren. Und ziehen hier einfach so eine Wall of Fire durch. Wer ist noch am Leben? Ach, auf jeden Fall nicht mehr so viele. Die Grease Elementals hier sind noch am Leben und er auch. Können wir mit einem Dolchfächer alle drei treffen? Gerade so anscheinend. Doch, gerade so. Genau hier. Ixis, du hast sogar noch einen Turn. Dann könntest du einen Hunger of Hader hier einfach so reinmachen. Und das ist dann wunderbar. Dann stehen die nämlich im Feuer und sie sehen nichts und überhaupt. Und dann könnten wir noch eine Stage Fright machen. Wovon sie nämlich auch alle betroffen sind. Weil dieser Typ bringt mir im Endeffekt ja nichts, wenn der mich einfach nur... Also, ich habe ihn ja nur davon überzeugt, dass ich da durch kann. Aber das ist mir ja relativ egal. So, Imp, du kannst hier die Viecher abfangen.
Hau einfach mal ein bisschen drauf. Hier, die sind... Ich glaube, das macht Poison, ne? Ja, Poison sind sie eh immun, dann hau einfach nochmal drauf. Er kann fliegen. Nein, das lässt du schön. Er hat meine Concentration unterbrochen. Das ist ja richtig scheiße. Gale. Das Ding ist burning. Können wir einen Feuerball vielleicht auf die beiden drauf schießen? Weil ich glaube, das wäre jetzt sinnig. Aber haben wir nicht einen... Ja, hier so ein bisschen stärker und Feuerball ist, glaube ich, sinniger. So, dann ist das Vieh nämlich auch fast tot. Und dann schauen wir jetzt mal. Von da unten kommen halt noch welche. Und alle fliegen, aber es ist auch irgendwie alles am Brennen. Ich glaube, da machen wir mal einen Moonbeam hier so hin. Wenn wir die genau zwischen die setzen können am besten. Ja, so. Und dann heilen wir vielleicht Dixis mit dem Rang 4. Und geh einfach mal neben ihn, dann kann er nicht abhauen. Weg mit dir. Die explodieren auch noch, ey. Das Ding ist auch einfach explodiert. Jetzt haben wir nur noch die Kleinen, um die wir uns kümmern müssen. Naja, und ihn hier. Aber er hat auch wenig Leben. Styrian. Du solltest da auf jeden Fall so ein bisschen raus hier. Ich weiß nicht, können wir so einen Hieb machen? Das sieht doch ganz gut aus. Dann mach das doch einfach mal. Überlebt's leider. Kommen wir an ihn ran? Und beißen nicht wirklich. Ja, dann mach noch Offhand Attack. Xis, du solltest da aus dem Feuer raus. Und dann schauen wir mal. Am besten mal das Ding hier weg. Und dann zwei auf ihn. Ich glaube, da hat sich's mit ihm auch erledigt. Und dann können wir vielleicht noch so ein schwarzes Loch machen. Das zieht alle hier schön ran. Ja, das gefällt mir ganz gut. Weil die Dinger können wir gleich easy weg-auen mit Gale. Und die machen auch, glaube ich, gar nicht so viel, außer dass sie explodieren. Gale macht dann nämlich noch einfach einen Feuerball hier rein. Und dann haben wir es doch auch. So, ich glaube, der Einzige, der Loot hatte, ist eventuell er. Er hatte nämlich einen Schlüssel, eine Scroll, einen Cloak. A creature that damages the wearer within 2 meters receives burning. Das ist, glaube ich, ganz gut für Gale tatsächlich, wenn er keinen anderen angelegt hat. Und der Stab ist eigentlich egal. Den können wir höchstens mitnehmen zum Verkaufen. Shadow hat, wenn du den mal. Gale, hattest du schon einen Cloak? Ja, hattest du auch. Und das ist Absorb Elemental und das wollen wir, glaube ich, auch behalten. Dann Styrian hat auch schon einen. Shadowheart hat tatsächlich auch schon einen. Was hat Styrian denn dann für einen? When you poison a foe, heal yourself. Ich glaube, da ist das Burning tatsächlich besser. Weil wir machen nicht so häufig Poison Damage. So, jetzt hat auch alles aufgehört hier zu brennen. Wir können auch erstmal eine Short Rest machen, das ist vielleicht ganz angebracht. Und da muss irgendein Item rein. Der Kopf fehlt, kann das sein? Wahrscheinlich der Kopf. Den hatte er aber, glaube ich, auch nicht dabei, oder? Nee. Keine Ahnung, wo der Kopf sein soll. Der Schlüssel wird wahrscheinlich für die Tür hier sein. Gehe ich einfach mal stark davon aus, oder? Und was haben wir hier in der Truhe? Eine Rolle of Chain Lightning. Eine Perle. Ein Scorched Book. Können wir da noch irgendwas lesen?
A barely legible journal that pages smeared by scorched marks and blood. Latest score belonged to Enver Gortesh. Tried to lay low with Scorville's crew, but he's lost it. Lumped in with the cult. Says Gortesh will find us wherever we go. Saren knows a place in the sewers. Saren's not acting right, he's hidden the score. Says we've been acting crazy, she's not wrong about Bareki. Hunched in a corner. Muttering prayers if the old gods can ward off this absolute. Shook some sense into Bareki, and he agrees. Saren, trust her. She's the only one who knows the way in and out of here. If she's with the cult, betray, no choice. We'll make it clean. Aber ein Schädel ist hier auch nicht, ne? Ja, gut. Wir haben immerhin ein paar Alchemiezutaten hier, aber ansonsten ist hier auch nichts los. Da ist tatsächlich noch ein Greaseball. Der hat sich irgendwie gar nicht am Kampf beteiligt. Genauso hier hinten. Hier ist auch noch eine Tür. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Dinger mich jetzt angreifen werden, weil ja, hätte mich auch gewundert. Die sind hier relativ neutral. Eigentlich. Hier ist eine Chest. Hier sind auch noch ganz viele Türen. Aber das wird halt alles wieder zurück. Was hast du da gefunden? Oh. Loose Stone. Was haben wir da denn? Ein Thief Tool für Asterion und ein Ring. Ja gut, Asterion, das Thief Tool kannst du auch direkt mal verwenden, um diese Tür hier aufzumachen. Und das sollte ja kein Problem sein. Ja, würfelt natürlich wieder eine 20. Easy. Critical Success. Und was haben wir dann hier so drin? Nichts wirklich von Bedeutung. Ein bisschen was zum Verkaufen und ein paar Elixiere. Das kann auch wieder an Asterion geschickt werden. Und wir haben sehr viele Loose Stones. Wir haben hier einen Key. Painted Key. Wofür der auch immer ist. Drüben hat irgendwas Poison Damage bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier unser Plan ist. Da ist ein Gegner. Warum ist das ein Gegner? Wer ist das denn? Der Rowan. Warum ist das ein Gegner? Kann ich jetzt nicht direkt sagen durchs Examen. Aber ich kann ihn auch halt nur angreifen. Er hat einen Tarnished Ring dabei. Was haben wir ansonsten hier noch so? Dirt Mud. Kobold Thief. Der hat eine Map of the Sewers dabei. I guess we take it. Schön, dass das getrappt ist. What the fuck? Die hier ist auch getrappt? Oder was ist hier passiert? Asterion? Lockpick das Ding mal? Alles mit einer 20 hier, aber trotzdem kein Problem für unseren Asterion. Das hier müssen wir erstmal disarmen. Auch kein Problem. Und die ist ansonsten auch offen. Old Ring, ja gut, das ist nur ein bisschen Loot. Und hier haben wir einen Brief. Keep looking, Kank. Going real well for you, isn't it? Okay. Hier drüben ist doch irgendein Fragezeichen. Weiß nicht, was das sein soll. Conjured Imp. Nee. Cage. Achso, der ist hier. Oh. Das hier? Okay. Dann ist Tyrion, disarm das mal. Ja, kein Problem. Fixes Show, guck, was da drin ist. Noch eine Scrawled Note. Nice try, Jackanape. Ja, ich meine, wir haben den Loot eh schon gefunden, also. Aber ansonsten scheint hier nicht viel zu sein.
können hier noch drüber laufen. Da drüben ist noch jemand, mit dem wir reden können. So ein Wunder. Just as I Hello. Was getting bored, our Lord sends us a little diversion. Oh! Warum kämpfen wir? Ich wollte mit euch reden. Bin ich nicht im Vorteil gegen irgendwen hier? Target outside of normal range. Ich weiß halt nicht, ob ich mich hier reinsneaken kann, aber ich habe im Endeffekt auch nichts zu verlieren. So gehen wir erstmal ganz an den Rand. Ist immer noch outside of normal range. Na gut, sie haben mich gesehen. Naja. Und ansonsten bin ich nicht genug im Vorteil, ne? Nee. Dann knall doch erstmal sie da ab. Schöner Hit, Styrian. Next, please. What the fuck? Gehen die Crows auch weg, wenn ich sie töte? Weil dann sollte ich sie nämlich fokussen. Ja, geht schön alle auf einen Haufen. Das ist eigentlich perfekt. Ey. Ey. Ich glaube, deine Unsichtbarkeit bringt dir da nicht viel. Die Crows sind auch alle zuerst dran. Das ist richtig kacke. Wie viel Leben haben die denn? 19. Ich glaube trotzdem, dass ich die da hinten fokussen sollte. Wenn der Imp sich unsichtbar macht, ist das eine Action und das Ding. Ich verstehe halt irgendwie nicht so ganz, warum der Imp immer zwei Actions machen kann. Naja, komm, hau einfach auf die Crows drauf. Unsere Leute haben auch irgendwie viel zu wenig Initiative. Aber naja, jetzt sind wir ja dran. Und ich glaube, Shadowheart könnte eventuell so einen Flamestrike darüber machen, ne? Der müsste da ja noch unsichtbar rumstehen eigentlich. In der Tat. Damit ist der eine schon mal weg. Sie hat zwei Schaden bekommen, ehrlich. Dann Heal Gale vielleicht mal mit einem Rang 2. Und dann machen wir jetzt erstmal sowas. Und dann vielleicht, I don't know, Black Hole brauchen wir glaube ich gerade noch nicht. Wir können höchstens die ganzen Vögel von uns mal wegziehen. Ich guck mal, dass ich die so weit wie möglich hier rüber ziehe. Das wäre hier so hin. So, und jetzt können wir uns überlegen, ob wir eventuell mit Gale die einfach alle wegbursten. Oder was ich, glaube ich, besser finde, eher hier so einen Hailstorm hincasten. Sie kriegt so wenig Schaden aus irgendeinem Grund. Aber gut, ihre beiden anderen Typen sind tot. Und Gale läuft jetzt einfach mal hier so hin. Styrian? Können wir... Wir sind im Vorteil gegen sie, okay. Dann knall sie doch einfach mal ab. Sehr schön Damage gemacht. Und dann mach dich doch einfach mal unsichtbar, was nicht funktioniert, weil alles voller Krähen ist. So, was machst du jetzt? Du springst da raus. Ist für mich völlig in Ordnung. Und du gehst wieder rein, wie so ein Vollidiot? So, Gale könnte, glaube ich... Wenn wir uns hier so hinbewegen, provoken wir noch keinen Attack of Opportunity. Und dann können wir, glaube ich, so einen schönen Strahl hier durchschicken durch... Ja, nicht alle Krähen, aber... Ja, irgendwie da kriegen wir nicht mehr mit, aber egal. Erstmal ein paar weg damit. So, jetzt sind die auch nicht mehr so nervig. Abgesehen davon, dass ich eh nicht weiß, ob die bleiben. Bin ich jetzt eigentlich noch geblindet? Aber irgendwie nicht genug, als dass ich nicht so ein Guiding Bolt hier hinschießen könnte.
Aber trotzdem eine Attack of Opportunity Provoker natürlich. So, weg mit dir. Und die anderen sind tatsächlich noch da. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, aber das macht gar nichts. Weil jetzt können wir einfach mit Dixus sagen. Peng, Peng und Peng. Brauche ich Reacken. Die sterben alle. Haben die dann überhaupt was? Ich meine, das sind heraufbeschworene Viecher. Natürlich haben die nichts. Jetzt muss der Hangar nur erstmal wieder weggehen. Ein Wizard ist quite worthless with a tired mind. Sleep beckons. I would follow. Ja, machen wir ja auch gleich. Wir wollen eben noch looten, Gale. Ganz ruhig. Aber der Hangar ist halt ein bisschen im Weg. Ich wette, ich könnte den irgendwie abbrechen. Ich weiß nur nicht wie. Ach, hier unten. Ist ja optimal. Ich habe endlich den Button gefunden. Er war neben dem... neben unserem Dingsterbumster. Da neben unserem Profilbild. Unten links. Ist das zufällig eine Einhand-Crossbow-Weapon? Ein Crossbow. Das schicken wir mal an Asterion, weil mich wirklich interessieren würde, ob der zwei tragen kann. Tatsächlich, das ist nämlich richtig geil jetzt. Macht er doch viel mehr Schaden. Da kann er nämlich zwei Pfeile gleichzeitig schießen. Und wir haben noch einen Dolch. Aber der ist auch nicht viel besser als der andere. Na gut, wir haben hier irgendwie eine Distillerie. Okay. Athletics successful. Aber ich weiß nicht, was wir hier machen. Emergency release? Water level valve. Water level rising. Loose rife valve? I don't know, was ich hier tue. Temperature? Ich gehe mal davon aus, dass wir das in den grünen Bereich kriegen müssen. Die Temperature haben wir jetzt schon im grünen Bereich. Hm. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir hier tun. Perfect Warmth ist auch nicht mehr. Emergency Release. Fuck. Emergency Release. Das Water Level ist zu hoch. Ja, schön, dass alles flooded ist. Ich weiß nicht, wie man dieses Ding bedient. Ich weiß ja nicht mal, was das hier für eine Maschine ist. Doch nochmal Emergency Release. Und hier stehen auch Notizen, die sollte ich wahrscheinlich beherzigen. You probably want to open the sluice gate so you can get into the cistern and muck it out. To do that you need to manipulate the valves to get the water level and heat level to the optimum levels at the same time. Don't get scalded. Temperature increase. The water level wollen wir jetzt aber auch increasen. Perfect warmth. Jetzt haben wir nur nicht genug Wasser. Warum ist es jetzt so heiß? Ich verstehe es nicht. Warum ist es jetzt schon wieder explodiert? Ich verstehe es nicht. Warum ist das jetzt über den grünen Bereich heraus? Was passiert hier? Ich verstehe diese Maschine gerade nicht. Gale. Gale, bleib da. Sonst stirbst du. Ah, Leute, lass Dixus das mal machen. Alleine am besten. Emergency Release. Muss ich den jetzt nochmal betätigen oder warte ich einfach? Ach, jetzt ist alles raus. Es wird doch jetzt schon wieder zu heiß. Und das Wasser ist jetzt auch zu hoch. Ich verstehe es halt nicht. Ja, keine Sorge. Wir machen hier wieder den Emergency Release. Ich verstehe es irgendwie gerade nicht so ganz. Wie kann ich das Wasserlevel denn kontrollieren? Ich habe doch hier nur zwei Valves. So, jetzt muss es abbrechen. Und das hier auch. Geht das jetzt beides zurück? Warum ist es jetzt... Das ist sehr verwirrend, das Ding. Wir haben die perfekte Hitze. Wir haben zu wenig Water Level und alles ist jetzt wieder weg. Muss ich das einfach timen? Weil ich habe ja auch irgendwie keinen Indikator außer diese Dinger, was hier passiert. Water Level 3 ist zu hoch, aber wenn ich es dann nochmal laufen lasse... Okay, ich glaube, ich verstehe es. So halbwegs. Ich glaube, ich verstehe es jetzt ungefähr. Man muss das timen anhand der Buffs oben. So, einmal Hitze reicht ja, weil wenn wir es dann ausstellen,
jetzt runter. Aber das mit dem Wasser ist nicht so ganz einfach. Können wir einfach zweimal durchlaufen lassen? Das war's nicht. Also, wir lassen das einmal durchlaufen. Können das in der Zwischenzeit auch schon einmal durchlaufen lassen. Stellen das dann direkt aus. Und hier warten wir jetzt, bis das Water Level auf der 2 ist und machen es dann wieder an. Jetzt nämlich. Ich verstehe es nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Ich verstehe es wirklich hier nicht. Es verwirrt mich extremst. Wir hatten gerade einmal kurzzeitig das perfekte Water Level. Ich weiß nur nicht, wie wir es erreicht haben. Das gucken wir uns jetzt nochmal an. So, Water Level ist jetzt auf 3. Wir machen es aus. Dann warten wir, bis der Buff oben auf die 2 geht. Und machen es dann wieder an. Aber dann ist es wieder zu viel. Müssen wir es warten, bis es auf die 1 geht? Also jetzt. Ah, jetzt haben wir das perfekte Water Level. Und dann ist es aber schnell wieder zu hoch. Okay, dann müssen wir hier es anmachen. Hier warten, bis es auf die 1 geht. Und dann das hier auch aus. Und jetzt haben wir für einen Moment das perfekte Water Level. Jetzt muss das nur schnell genug sinken, aber das wird nicht passieren. Oder? Was war denn jetzt schon wieder falsch? Ich weiß sowohl, wie man die Perfect Temperature als auch das Perfect Water Level jetzt hinbekommt. Aber es funktioniert nicht. Oder brauchen wir zuerst die Perfect Temperature? Das sollte eigentlich auch kein Problem sein, aber wir haben nicht so viel Zeit dann für das Water Level. Oder habe ich das Ganze schon gelöst, weil hier unten das Tor offen ist? Bin ich einfach nur dämlich. Aber dann weiß ich nicht, wann und wie ich es gelöst habe auf der anderen Seite. Ich glaube, damit befassen wir uns nächste Mal, ganz ehrlich. Weil ich glaube, das Tor hier ist schon offen gegangen irgendwann und ich hatte es aus Versehen schon mal. Ja, yeah, you probably want to open the sluice gate. Ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht. Naja, whatever. Macht eine long rest, geht pennen. Ich bin fertig für den Tag. Ah! Wahrscheinlich kriegen wir noch eine Cutscene mit Will. You sleep, but the wicked don't. Someone is here to disturb your rest. Wait, what? Away from me. Die Vampire. Peace, brother. We're here to take you home. The master needs all 7 of us for the ceremony. Come with us and be reborn. We'll live again. Yeah, I don't think so. What does Kazador want with him? The right. The master needs him. Ich meine, das wissen wir ja eigentlich schon. Oh, I'm well aware of what the master needs. But don't we deserve better? Better? What do you mean, better? After all these centuries of torment, I know what you all want. More than power. More than to walk in the sun. You want to see him dead. The rite of profane ascension will be mine. And he won't see a scrap of its glory. I am going to complete the ritual as the Ascendant, and then I am going to kill him! This is your chance. Stand with me. Name me your new master. We will get our revenge. And you will all live again. Also straight up gelogen. His smile spells danger. He knows full well that his kin will die in the ritual. But if any of the bearers of the scar die before the ritual begins, he will lose his chance to perform the rite himself. He needs them to run willingly to their deaths, thinking they stand a chance against their master. Oh, das ist difficult. Ich meine, ich habe ja nicht so viel mit denen zu tun, von daher... Ja, soll es Tyrion selber wissen, was er da tut. Ich gehe ihm da nicht in die Quere. He's free of Kazador's command. You should follow him. He will save you.
Oh, 20. Hätte ich gar keinen Luck benötigt. You're free of him. Petrus was right. You've changed. Maybe you could complete the ritual. Maybe you could free us. Perhaps we can get back at Cazador and finish the ritual. The Seven can unite and... Oh! No! Ich glaube, Cazador. The bonds hold. He owns us. We have no choice. We must obey. Get out of here, Astorian. Before. Go to bed. Ja, wie hauen wir denn hier ab? Weil wir dürfen ja nicht töten. Ich weiß nicht, wie ich aus dem Camp rauskomme. Yeah, you cannot flee well in this region. Ah. Hä? Ah. Muss ich das jetzt verstehen? Was ist meine Aufgabe? Ich kann die doch nicht töten. Das wäre ja ultra sinnlos. Bin auf jeden Fall in keinem Vorteil. Kann ich die aussaugen? Nein, ist undead. Komm. Ich weiß nicht, was ich sonst machen muss hier. Offhand Ranged Attack. Es macht ordentlich Damage, ey. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich hier rauskommen soll. Blood saved. Charm. Die können uns beißen, aber wir können die nicht beißen. Ist ja unfair. Warum haben wir eigentlich so wenig Initiative, alle von uns? Bleib liegen. Eieiei. Please help me. Ja, wir sollten auf jeden Fall erstmal ein Black Hole machen und alle hier wieder reinziehen. Und dann vielleicht ein Hangar. Gucken, dass wir Gale nicht erwischen, weil der wird das sonst nicht überleben. Und Gale, mach mal einen Hailstorm da rein, dass die da drin bleiben. Wir dürfen sie trotzdem eigentlich ja nicht töten, deswegen... Naja, keine Ahnung, wir schauen einfach mal. Shadowheart, ich weiß nicht, was du machen kannst. Vielleicht einfach ein Guiding Bolt da rein. Ich meine, wir könnten versuchen, erstmal den Schwächsten auszuhebeln und gucken, was das dann bringt, wenn der sterben sollte. Und wir müssen auf jeden Fall Gale heilen. Styrian. Wir sind nicht im Vorteil gegenüber einen von denen. Das ist auch sehr komisch, naja. Damit ist auf jeden Fall einer schon mal tot. Was hat das denn gebracht? Du hast ihm aus den Cloud of Daggers geschubst. Okay, aber... Sehr nützlich war das jetzt, glaube ich, nicht. Vor allen Dingen, weil ich euch jetzt weiter da in die Ecke katapultieren werde. Und dann nochmal so ein schönes Black Hole hier in die Mitte, wieder in den Digger rein. Und dann machen wir einfach nochmal einen Lightning Bolt durch sie durch. Das Problem ist, wenn die tot sind, dann bringt das Cazador ja auch nichts mehr. Also, ich habe keine Ahnung. Richtig merkwürdig hier alles. Ja, sehr schön. Had we killed them, Cazador wouldn't be able to complete the rite, yeah, but Astyrian as well. They failed? What? Cazador's bond forced their hands against us. Can he still force yours? He cannot, thanks to our wriggling friend. He will be furious.
And he'll be even more furious when I get to that crypt and stop him. For what it's worth. Was machen die da? Thank you. No matter what happens down there, you helped me stand up against him. Okay. Kann ich jetzt mich schlafen legen? Warum ist Gale tot? Wo ist Gale überhaupt? Was ist mit ihm passiert? Er liegt da rum. Shadowheart, revive ihn. Keine Ahnung, was der gemacht hat, aber egal. Während der Cutscene, ey. So, jetzt sind wir wieder alle voll geheilt. Und dann. Ja, machen wir hier auch erstmal Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin. Bye, bye.